Die Aktienmärkte lieben Liquidität. Und was verschafft ihnen Liquidität, wenn Geld billig ist? Wann ist Geld billig? Wenn die Zinsen niedrig sind oder sinken, dann wird eben Geld billiger. Also feiern die Aktienmärkte gerne, wenn die Aussicht besteht, zumindest, dass Geld wieder billiger wird. Das war wohl der Hauptgrund für die Rallye seit Ende Oktober. Aber seit Jahresbeginn ist so ein bisschen Sand im Getriebe, weil man sich sagt, vielleicht haben wir da ein bisschen übertrieben mit unseren Erwartungen, dass die Fed in 2024 6 oder vielleicht sogar 7 Mal die Zinsen senken wird. Und heute hatten wir US-Arbeitsmarktdaten oder Arbeitsmarktdaten aus den USA, nicht die großen Non-Farm Payrolls, sondern die Erstanträge, Challenger, Jobcuts und dann der ADP-Arbeitsmarktbericht, alle durchweg besser. Das hat die Renditen nach oben gebracht. Das wiederum senkt die Hoffnung, dass die Zinsen wirklich so schnell sinken können. Denn wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt, das hat die Fed oft gesagt, dann dürfte auch der Inflationsdruck hoch bleiben. Und so sehen wir, dass die US-Aktienmärkte nicht so richtig aus dem Quark kommen, versuchen wieder mal eine Rallye, eine Gegenbewegung zu zaubern. Aber die wird dann doch wieder gestoppt, die wird wieder abverkauft. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Wir haben hier ein treffendes Bild. Mike Zaccardi sagt es jedes Mal, wenn jemand sagt, die Märkte sind mit ihren Zinshoffnungen zu weit gegangen, dann muss man einen trinken, und da sind schon ein paar Flaschen zustande gekommen. Also es ist nicht fürchterlich originell, wenn man sagt, naja, das ist schon sehr, sehr optimistisch, vor allem wenn man annimmt, dass die Fed 6-7 Mal die Zinsen senkt und gleichzeitig die Wirtschaft nicht so wirklich deutlich abkühlt, ein Soft Landing absolviert und dann, wie gesagt, heute ADP-Arbeitsmarktdaten besser. 164.000 Stellen statt deutlich weniger erwartet, nämlich 121.000. Das ist der beste Wert seit August. Also eine Belebung am Arbeitsmarkt, Fragezeichen. Das Ganze wurde dann auch nochmal bestätigt durch die Jobless Claims. Nur 202.000 Erstanträge. Das ist der geringste Wert seit Oktober, allerdings seasonal adjusted, also saisonal adjustiert durch die Statistikbehörden. Die Continuing Claims auch besser, allerdings mit 1,855 Millionen, also so richtig viel Schwäche, wie man noch am Mittwoch dachte, als die schwächeren Jobs reinkamen, ist hier erstmal nicht zu erkennen. Ist natürlich die Frage, wie jetzt morgen die großen Arbeitsmarktdaten ausfallen, die am schwersten eigentlich einzuordnen sind, weil es so viele Ungenauigkeiten gibt, die da mit einfließen in die Berechnung. Also aus meiner Sicht sind die fast schon unbrauchbar, die sogenannten Non-Farm Payrolls. Da sind die Jobless Claims wahrscheinlich noch mit die verlässlichsten Daten vom Arbeitsmarkt, aber so oder so, wenn man hier mal von Bloomberg diese Grafik sich anschaut, dann sieht man, das sieht jetzt momentan, die Dinge ändern sich ja schnell oder können sich schnell ändern, nicht danach aus, dass zumindest der Arbeitsmarkt anzeigt, jetzt kommt eine Rezession. Es sah kurzfristig nicht so aus, aber jetzt wieder die besseren Daten, dann auch Challenger Job Cuts, also praktisch die Entlassungen, die von der Firma Challenger ermittelt werden. Niedrig, zweitniedrigster Wert jetzt in diesem Jahr, die Daten stammen ja noch aus Dezember, also aus dem Jahr 2023, zweitniedrigste Zahl von Entlassungen im Jahr 2023. Technologie Firmen sind es, die vorwiegend Leute entlassen, aber dennoch die Zahl besser als erwartet, weniger Jobs, die hier offenkundig gestrichen werden, die Firmen zögern wieder, Leute zu entlassen oder zögern stärker, die Leute zu entlassen. All das hat dazu geführt, nämlich diese Daten, Challenger, ADP und Erstanträge und Folgeanträge, dass die Zinssenkungserwartungen rückläufig sind. Das sehen wir hier. Jetzt erwartet man nur noch 140 Basispunkte, also 1,4%. Das ist immer noch eine Menge. Das wären gut 5 Zinssenkungen dennoch, 0,25%. Aber das ist schon mal ein Rückgang von 10 Basispunkten. Also die Erwartungen gehen ein bisschen zurück. Die Märkte sind vielleicht ein bisschen zu weit vorgelaufen. Drink. Hier sehen wir das auch nochmal in einer Grafik von Jim Bianco, der zeigt, dass jetzt, das ist die obere Linie, dass sich da etwas verschoben hat. Obere Linie ist die Fed-Prognose in den Dotplots. Die Fed geht ja nur von 3 Zinssenkungen aus, und jetzt diese Verschiebung der Kurve nach oben hin, das ist die aktuelle Erwartung nach den heutigen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Aber die Folge ist auch klar, die Renditen steigen. Wir sind jetzt wieder an der 4%-Marke bei der 10-jährigen US-Anleiherendite.
Bloomberg Titel hier, Bonds slide after jobs data curb rate cut bets, also die Wetten auf schnell sinkende Zinsen werden zurückgeschraubt. Und Jim Bianco, den ich sehr schätze, der sagte, wir könnten wieder Anleiherenditen sogar bei 5,5% sehen. Das wäre der höchste Wert seit 2001. Wir waren ja bei 5%, knapp über 5%. Dann kam dieser Rückgang unter die Marke von 3,8%. Jetzt also wieder eine Gegenbewegung. Und die strukturellen Faktoren bleiben ja für hohe Anleiherenditen. A, durch die massiven Emissionen von Schulden durch die USA, also viel Angebot an neuen Anleihen, da braucht es Käufer, da braucht es Nachfrage und natürlich dann die 3Ds, Demografie, die Globalisierung und die Dekarbonisierung, die die Preise durchaus weiter hochhalten oder weiter steigen lassen. Und das alles spielt jetzt der Anleihemarkt. Bond Traders Show Early Signs of Doubting Fed Dovish Pivot, den ja höchstpersönlich Jerome Powell initiiert hatte mit seinen Aussagen auf der Pressekonferenz Mitte Dezember, dass man durchaus mal auch über Zinssenkungen gesprochen habe. Aber gucken wir uns mal jenseits der USA um, zum Beispiel hier in Deutschland, da sehen wir, die Inflation steigte wieder von 3,2% im November auf 3,7% im Dezember und im Januar wird es weiter nach oben gehen durch die Maßnahmen der Bundesregierung in Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wird die Inflation um und bei nochmal extra durch diese Maßnahmen alleine um 1,25% steigen. Das hat dann auch Anleiherenditen in Deutschland nach oben gebracht. Die 10-jährige Bundesanleihe mit einem Anstieg von 10 Basispunkten, also 0,1%. Und hier die Financial Times, die sagt, ja, was kann denn die EZB machen? Die kann nicht so schnell die Zinsen senken, wenn im wichtigsten, ökonomisch wichtigsten Land der Eurozone, nämlich Deutschland, die Inflation wieder anzieht. Und das sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen es auch en France. Unsere lieben Nachbarn haben jetzt auch wieder eine höhere Inflation, 4,1%, vor allem wegen Energie und Kosten im Bereich Dienstleistung. Der Dienstleistungssektor ist ja nach wie vor der Treiber bei der Inflation, aber da könnte bald noch etwas anderes dazukommen, dazu gleich mehr. Kommen wir erstmal zu den Märkten. Apple, dieses Wunderunternehmen, das es schafft, steigende Aktienkurse zu produzieren, während gleichzeitig der Umsatz seit 4 Quartalen fällt, hat jetzt eine zweite Abstufung bekommen. Erst war es Barclays, jetzt ist es Piper Sandler mit einem Downgrade, beide mit demselben Argument, naja, die iPhone-Verkäufe, die dürften doch vielleicht nicht so toll sein, gerade in China, da ist die Konsumfreudigkeit ja durchaus gedämpft angesichts der schwachen Wirtschaft, aber nicht nur in China. Und so sehen wir, dass eben die Top-Aktien aus dem Jahr 2023, also die Magnificent Seven, jetzt nicht mehr so gut performen, fing schon Ende Dezember an, setzt sich jetzt fort oder hat sich in den ersten Handelstagen diesen Jahres fortgesetzt und dann liest man solche Sachen wie der Zuckerberg, Mark, gell, der hat Aktien verkauft, eigene Aktien und zwar in durchaus sportlichem Volumen. Das sehen wir übrigens bei vielen Tech-CEOs, die eher verkaufen, deutlich eher verkaufen als zukaufen. Und das sorgt für einen kleinen Stimmungsumschwung auch bei Vermögensverwaltern, während die Privatinvestoren noch sehr bullish sind. Sehen wir hier die NAAIM-Number, also praktisch der Investitionsgrad von Vermögensverwaltern, jetzt zurückgegangen von 102,7 auf nur noch 70,95. Mit anderen Worten, der Abbau von Positionen ist schneller gegangen, als der S&P gefallen ist. Normalerweise läuft das relativ parallel. Vielleicht eine Chance für die Bullen, dass jetzt viele doch wieder rausgegangen sein könnten, gerade die Vermögensverwalter. Aber nochmal zurück jetzt zu dieser ganzen Inflationsthematik. Die könnte jetzt auch langsam auf den Gütersektor übergreifen, wenn diese Geschichte im Roten Meer mit den Angriffen der Houthis weitergeht. Die USA und Alliierte haben ja eine letzte Warnung herausgegeben an die Houthis. Wir sehen, dass die Containerpreise 173% gestiegen sind für bestimmte Routen nach den Angriffen der Houthis, weil man jetzt eben durch oder über das Kap der guten Hoffnung, also südlich von Afrika, jetzt einen viel längeren Weg nehmen muss. Hier rechts sehen wir mal den Shanghai Containerized Freight Index, der schießt geradezu nach oben. Lange können sich die westlichen Mächte das nicht mehr anschauen, denn es wird auch die Güterinflation nach oben bringen. Das sieht man hier, da
dürften dann Higher Factory Selling Prices die Folge sein. Und hier sehen wir schon erste Spuren davon, wie Chris Williams, ein Chefvolkswirt von S&P Global, zeigt. Das geht jetzt also wieder nach oben. Es ging ja lange, lange nach unten. Der Gütersektor war eher deflationär. Dienstleistungen hat die Inflation getrieben. Was ist, wenn jetzt der Gütersektor wieder anfängt, hier zu stressen in gewisser Weise? Und interessant auch, ISIS, also der IS, hat jetzt die Verantwortung übernommen für dieses Bombenattentat im Iran mit ja fast 100 Toten. Jetzt hat der IS schon öfter Verantwortung übernommen für Attentate, die er teilweise gar nicht begangen hat, aber es ist durchaus ernst zu nehmen. Der Iran hat ja gesagt, die Israelis waren es. Die Israelis, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, die würden nicht mit einer solchen Bombe agieren, zumal es jetzt sicher ist, dass es Suicide-Bomber waren, also Selbstmordattentäter, die das Ganze ausgelöst haben. Und jetzt wissen wir ja, der IS ist durchaus auch gesponsert von Saudi-Arabien. Und hier bitterböse Zero Hedge, na, wollen die Saudis ein bisschen die geopolitischen Spannungen nach oben bringen, damit der Ölpreis wieder steigt. Heute aber ist der Ölpreis nach anfänglichen Gewinnen wieder gefallen, auch weil die Lagerbestände in den USA sehr hoch waren und weil eben nach wie vor China sehr schwach ist. Und apropos China, schauen Sie sich mal die Geburtenrate an in China. Das sieht alles andere als gut aus. Das ist ein ähnlich starker Rückgang wie damals in der Hungerkatastrophe in den 1960er Jahren. Wie soll das oder wie soll China die USA überholen als die führende Wirtschaftsmacht der Welt mit einer solch katastrophalen Demografie? Wir sehen auch jetzt die Auswirkungen immer stärker der Antikorruptionskampagne von Xi Jinping, die faktisch eine Kampagne ist, um seine Macht total zu machen. Aber dadurch scheuen sich viele Beamte, Entscheidungen zu treffen, weil sie denken, Mensch, dann kriege ich vielleicht eine Anklage wegen Korruption, das geht ganz schnell, also entscheide ich lieber gar nichts. Und das bremste die Wirtschaft nachhaltig aus. Kommen wir nach Deutschland. Da hat die Bundesregierung Erstaunliches getan. Sie hat nämlich teilweise die Kürzungspläne für die Landwirtschaft zurückgenommen. Die Bauern wollen ja ab 8. Januar demonstrieren massiv. Das wird wohl dennoch passieren, weil der Deutsche Bauernverband sagt, reicht aber nicht, liebe Ampelkoalition. Wir wollen noch mehr. Mal sehen, wie das ausgeht. Und apropos Ampelkoalition, der Robert, der freut sich, weil wir jetzt geringe CO2-Emissionen haben wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber das liegt nicht daran, dass wir jetzt so grün wirklich geworden sind in der Energieerzeugung, sondern es liegt am Rückgang der Industrie, vor allem der energieintensiven Industrie. Und das bedeutet, dass Arbeitsplätze, die vorher hier waren, weggehen aus Deutschland. Und das ist keine gute Nachricht. Schauen Sie sich mal an, was der Robert Habeck dazu gesagt hat. Hochinteressant. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ist das Webinar. Das kommen wird am Sonntag diesmal, 19 Uhr. Also, keine Ausreden, dass Sie da noch nicht zu Hause sind. Sonntag, 19 Uhr, das letzte Webinar aus dieser Reihe mit André Stacke, 7.1., 19 Uhr. Wie gesagt, und da werden wir sprechen unter anderem über eine sehr wichtige Börsenregel über die ersten 5 Handelstage im Jahr. Was uns diese Handelstage sagen für das Gesamtjahr mit dem André Stacke. Sie können sich da ganz einfach anmelden, nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse braucht man da, damit Sie dann über Ihre E-Mail-Adresse den Einwahllink bekommen. Also das geht ganz einfach und es wird amüsant, nur der André und ich. Da werden wir, glaube ich, Amüsantes und Tiefgehendes, so hoffe ich, diskutieren können am Sonntag. Ich packe Ihnen den Link unter das Video, genauso wie den Link zu dem Habeck-Artikel und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.